Gandharva, ja, okay. Geil. Dann sage ich mal wieder hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Free Spirit Podcast. Wir hatten jetzt eine Weile Pause. Umso mehr freue ich, dass es jetzt weitergeht mit einem spannenden Interview mit der wunderbaren Alea Gandharvika. Ist es richtig? Ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Hallo Alea, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, wir fangen gerade zum zweiten Mal an, weil ich an dem Gandharvika gehangen bin. Aber dann lass uns doch direkt starten, ja, weil wahrscheinlich ist das auch nicht dein gut bürgerlicher Name, Alea Gandharvika. Magst du mal erzählen, wie du eigentlich heißt, wie es zu dem Namen vielleicht gekommen ist und was wir heute hier vorhaben, was du so in deinem Leben machst? Also, mein bürgerlicher Name ist tatsächlich Ulrike Müller. Hallo Ulrike, ja, benannt nach der besten Freundin meiner Ma. Und dann gab es allerdings ein paar Ulrike Müller in der Schule und als ich auf Reisen war, war Ulrike auch nicht immer so der einfachste Name. Da kam dann oft Eureka raus und die Leute haben sich halt einfach den Namen nicht gut merken können. Und dann war Alea irgendwann ziemlich bald, mit 15 glaube ich sogar, ein bisschen später war es dann mein Künstlername. Und mit 28 war es. Und dann habe ich, als ich das erste Mal in Indien war, den Namen Gandharvika bekommen, in einem Ashram in Vrindavan. Hat das was mit den Osho und Sannyasins zu tun oder ist das eine ganz andere Richtung? War ein Vaishnava Ashram, also für Krishna-Devotees. Und ja, und Gandharvika ist seitdem mein Name. Also er wächst so mit mir mit. Ich war eigentlich von Anfang an nicht so wirklich begeistert vom Namen, aber er passt irgendwie auch und ja. Ja, ja. Ich habe mich am Anfang mal, Siddhartha Gautama 89 war meine erste E-Mail-Adresse, bis mir jemand gesagt hat, das kannst du einfach nicht als E-Mail-Adresse verwenden. Und dann ist es dann doch wieder irgendwas mit Schuhmacher geworden. Aber da mussten die nie bis H hinkommen. Lea. Für die, die dich noch gar nicht kennen, ja, also du bist ja sozusagen im spirituellen Bereich ja als Künstlerin, als Mantrensängerin bekannt. Magst du mal sagen, was über deine Passion erzählen, was du da tust und vielleicht auch, wie es dazu gekommen ist? Also ich singe mein ganzes Leben lang schon, also seit über 30 Jahren und hab den Weg zu den Mantras stufenweise gefunden. Also ich war immer wieder in Berührung mit Mantras. Also ich habe seit meinen Teenager-Zeiten eine große, große Liebe zu Indien und alles, was mit Indien zu tun hat. Und sobald ich irgendwelche Mantras gehört habe, war das immer so, wow, krass, ja, Indien. Und, und war dann trotzdem musikalisch lange Zeit als Singer-Songwriter unterwegs, also um die 10 Jahre, bis ich dann erst so mit Ende 20 durch meinen damaligen Partner Ben dann endlich, ich sag mal so, festen Fuß mit den Mantras gefasst habe, weil wir beide so gemerkt haben, okay, da geht's ganz klar lang. War spannenderweise auch so während der Saturn Return Zeit, man sagt ja so, ne, zu der Zeit, also mit Ende 20, Anfang 30, da richtet sich das Leben nochmal neu aus und Und dann war das ziemlich signifikant, dass wir dann zu der Zeit echt gesagt haben, okay, die Mantras, die sind's jetzt und damit wollen wir raus in die Welt. Und, und das hat sich dann auch schnell ganz klar gezeigt, dass es auch wirklich da lang geht. Also das Leben hat klar geantwortet. Ja. Ja. Du hast jetzt schon von Indien erzählt, wir sehen ja auch in deinem Hintergrund ein paar Bilder hängen. Für jemanden, der sich jetzt die ganze Zeit fragt, Mantra, was ist Mantra? Ja, was ist Mantra? Also Mantra, wortwörtlich übersetzt, heißt es Werkzeug, um vom gewöhnlichen Geist zu befreien. Und ein Mantra es kann so klein sein wie eine Silbe. Also es gibt sogenannte Bija-Mantras, also Keimsilben-Mantras, die wirklich nur aus Om oder Aim oder Hrim bestehen. Ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also die wirklich so ganz klein sind. Und dann gibt es ganze Verse aus den heiligen Schriften Indiens, die auch Mantras sind. Und dann unterscheidet man nochmal zwischen, also Stotrams und Shlokas, aber da gehe ich jetzt nicht rein. Also an sich Mantras sind diese ja, heiligen Worte,
die auf Sanskrit sind und die uns helfen, einfach unser Bewusstsein zu erweitern. Also das Om, ist das Om allein schon ein Mantra? Ja, also das wird schon als Mantra gezählt. Ja, das ist jetzt sozusagen, also viele kennen das ja auch, dass man es immer wieder wiederholt im Geist. Wo ist die Brücke jetzt zum Gesang, also oder auch zum Kirtan, ja? Was ist Kirtan? Was hat das mit Mantra zu tun und wie hängt das miteinander zusammen? Also Mantras an sich kann man rezitieren oder chanten. Und rezitieren ist das, was du gerade meintest, dass es halt immer wiederholt wird, oft als Japa mit einer Mala, also mit einer Mala. Und dann 108 Mal. Oder auch in Form also in der vedischen Tradition gibt es ja diese Homas, ja, diese Feuerrituale, wo ganze Verse rezitiert werden und dann einfach ja, Offerings in das Feuer gegeben werden. Also Gaben in das Ja, Feuer geworfen werden. Gaben, Opfergaben, ich weiß nicht. Opfergaben, ja, vielleicht. Ich denke, lese und höre auf Englisch, deswegen dauert es bei mir manchmal einen Moment, so ein deutsches Wort zu finden. Und Mantras können aber auch gesungen werden. Und dann gibt es verschiedene Formen, wie sie gesungen werden können. Also Kirtan ist so wahrscheinlich das geläufigste, also Call and Response. Es gibt immer jemanden, der praktisch in die Gemeinde hinein singt, in die Gemeinschaft. Und dann singt die Gemeinschaft zurück. Also singt den Response. Und dann ist das so wie beim Gospel eigentlich so eine Hin- und Herbewegung. Und genauso kann ein Mantra aber auch in Form eines Bhajans gesungen werden. Also so ein längeres Gedicht, was einfach ganz allein, also wo ein Sänger oder eine Sängerin alleine singt. Um die deutsche Sprache mal ein bisschen einzuladen, die deutsche Energie und auch ein bisschen vielleicht auch etwas über dich zu erfahren, ja, wenn du jetzt sagst Ulrike Müller, wenn du den Namen hörst, was verbindet dich mit Ulrike Müller? Was passiert in dir, wenn du deinen bürgerlichen Namen wieder hörst? Ja, meine Kindheit eigentlich. Also ich habe dem Namen ja nicht lange getragen, so bis ich 14 war eigentlich nur. Und in meiner Kindheit gab's schon damals viel Musik. Also ich war in zwei Chören im Schulchor und in einer Kurrende. So ein komisches Wort, ne? Und war riesen Michael Jackson-Fan und habe halt getanzt und gesungen und ja. Und mit 14 kam schon der Wechsel von Ulrike zu Alea. Ja, nee, zu Ava erst. Erst war es Ava. Aber. Das war dann aber in Spanien kompliziert. Als ich dann in Spanien gelebt habe, dann wurde da Abba draus und das fand ich dann irgendwie nicht so toll. Jetzt hat ja diese Musik auch, oder ich sage auch die Mantren ja viel mit ja, einer Suche zu tun. Ja, wir nennen es ja auch der lange Weg nach Hause. Also, was ist die Suche? Kannst du dich noch erinnern, wann das angefangen hat und wo stehst du vielleicht jetzt gerade auf deinem Weg? Ja, spannende Frage. Ich hatte mit 7 das erste Mal einen Moment, der gleichzeitig total, also der war, ich weiß noch ganz genau, ich war auf Kur in Kroatien mit 7 oder 8, 7. Und wir haben Lorbeerblätter gepflückt und auf einmal hatte ich echt so das Gefühl, da reißt mich eine Energie raus und ich schaue alles von außen an. Und ich frage mich einfach nur, was ist das hier eigentlich? Was ist denn das Leben? Wie funktioniert das hier eigentlich? Warum bin ich hier? Wer bin ich eigentlich? Und das war mit so einem Terror verbunden, auch mit so einem Schwindelgefühl und so einem einfach nur so, wow. Ich weiß noch, dass sie mich in die Klinik gefahren haben und irgendwie Beine hochgelegt und irgendwie so, ja, jetzt mal Kreislauf runter und so. Und das war dann immer wieder so. Ich hatte immer wieder so Episoden, wo ich einfach so ganz, ganz tiefe Fragen habe hochkommen fühlen und das zu einem Alter, wo ich meine, mit 7, pff, wer soll mir solche Fragen beantworten in der damaligen DDR? Also, ja, es war halt ziemlich krass und da, das war aber so der Beginn der spirituellen Reise und die Fragen, die haben mich letztendlich ganz klar nach Indien gebracht, die haben mich zu den Mantras gebracht, die haben mich zum klassischen Tantra gebracht, weil ich dort endlich Antworten gefunden habe auf diese Fragen. Ja. Wann bist du dann das erste Mal in Indien gewesen?
Leider recht spät. Ich wollte mit 17 und bin letztendlich mit 36 rüber. Okay. Rüber, rüber, die ganze, mein Gott. Also, na, ich wollte immer mit jemandem reisen. Es war für mich auch eher, also es war ein großes Ding, nach Indien zu gehen. Und ich hatte echt Respekt. Und Ben war auch da wieder eine Schlüsselperson, hat gesagt, ey, komm mal, Lea, wir machen das jetzt. Ich will nicht, dass du noch mal 17 Jahre wartest. Wir fliegen da jetzt hin. Ja. Magst du was zu Ben erzählen? Kannst auch sagen, wenn es zu privat sein sollte, aber ihr wart ja zusammen, meines Wissens, The Love Keys, richtig? Ja, The ja. Love Keys. Und die gibt es jetzt so in der Form nicht mehr oder ihr pausiert oder wie ist der Stand? Ist undefiniert, Undefiniert. unklar. Also er ist Papa Hm. seit Mai. War das erst letztes Jahr? Krass. Ja. Ich war in Indien zu dem Zeitpunkt in Quarantäne. Und ja, solange, ich denke mal, solange der Kleine noch echt viel Aufmerksamkeit braucht, ist da jetzt erstmal nichts mit Love Keys. Also wir sind regelmäßig in Kontakt, Ben und ich, und er ist auf jeden Fall auch offen, mal wieder was zusammen zu machen. Es braucht nur richtig viel Geduld, also von meiner Seite aus, ja. Und er war sozusagen der erste Partner, mit dem du sozusagen auch die Mantren in die Welt gebracht hast. Oder hast du vorher schon als Solo-Künstlerin, also unabhängig vom Singer-Songwriter-Teil, mit Mantren schon sozusagen dich der Welt gezeigt? Mit Peter Govan damals in Edinburgh, Schottland. Da hat es angefangen Da hat es angefangen. mit Mitte 20 und war aber auch nur so eine ganz kurze Geschichte. Wir hatten ein paar Konzerte und dann bin ich ja schnell nach, also bin ich relativ schnell dann nach Deutschland und mit Ben war es dann wirklich so eine ernste Nummer, also wo ich gemerkt habe, okay, wir haben ja echt Zukunft und wir waren ja auch 10 Jahre als Love Keys unterwegs. Also Okay. es Was hatte schon. war der Grund für euer Auseinandergehen? Ja, das Kind, also ja. Okay. Family-Planung. Ja. 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 Wir springen einfach so ein bisschen so kreuz und quer und finden dann irgendwo den roten Faden. Ich würde tatsächlich noch mal gern zu der 7- bis 8-jährigen Ulrike Müller, die ihre erste Erleuchtungserfahrung in Kroatien oder in der DDR hatte. Was kannst du dich noch erinnern, was das mit dir gemacht hat? Konntest du das einordnen? Dachtest du, ich werde jetzt verrückt? Oder was hast du dann mit der Erfahrung gemacht und kam es vielleicht auch wieder? Kam immer wieder. Ja, Kam also immer wieder. es war absoluter Terror. Okay. Also es war auch Trauma verbunden, ganz klar. Und ich habe versucht, nicht in diesen Zustand zu kommen, aber es war halt immer wieder so, es kam so über mich immer wieder. Und ja, und habe da auch echt alles Mögliche probiert. Also ich habe dann irgendwann, Gott sei Dank, ich meine, man muss dazu sagen, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in Kleinstadt, Osterwiek im Harz. Also da gab's irgendwann dann endlich mal, wo ich 14 war, eine Person, die so ein bisschen weniger Open-minded. normal war Ja. als alle anderen. Und mit ihm konnte ich dann über solche Dinge reden. Und dann fing das auch an, so mit 14, 15, dann hatte ich so die ersten Kontakte zu Menschen, die alternativer unterwegs waren, die auch Mantras gesungen haben. Und dann habe ich so langsam gemerkt, hey krass, muss gar nicht so schlimm sein. Also ich konnte die Erfahrung irgendwann ein Stück weit einordnen und mittlerweile sehe ich auch ganz klar, was das damals war und warum es so war und wie es mich auf den Weg gebracht hat. Ja. Gibt es die heute noch, diese Zustände? Gibt es immer Ja, wieder, ja. gibt es immer Ja, aber wieder. mittlerweile ist so, okay, ist jetzt einfach mal wieder eine Episode und das ist so das Krasse, dass so dieses absolute Staunen über das Leben und der Terror über das Leben so nah dran sind. Das sind so wie zwei Flip-Sides. Also ich kann ja, wenn du mal überlegst, ich kann meine Hand anschauen und ich kann mich fragen, was ist denn das eigentlich? Und wenn ich so alle Konzepte weglasse, also wenn ich mir einfach vorstelle, ich bin ein neugeborenes Wesen und ich schaue auf meine Hand und ich habe keinen Namen dafür, ich habe kein Konzept dafür, dann kann das einerseits total so, keine Ahnung, was das ist, aber es ist einfach da. Und ich kann zur gleichen Zeit aber auch in diesen absoluten Terror reingehen und denken, oh krass, ich kann dem einfach, ich kann dir nicht sagen, was es ist, weil selbst wenn ich dir sage, es ist eine Hand, dann beantwortet das immer noch nicht die Frage. Welche Frage? Die Frage, was es ist. Also, weil Hand beantwortet es nicht. Was ist denn dann eine Hand? Und dann kannst du erklären, ja, okay, da, 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 da. Und dann, was ist denn das und das und das? Also sprich, das geht in so eine Endlosschleife,
von Fragen, die letztendlich keine Antwort hat, was die über den Geist hinausgeht. Ja. Und alles nur Konzepte. Ich nutze meine Hand gerade immer für Reality-Checks, weil ich mich mit luziden Träumen beschäftige und ich muss immer ein paar Mal am Tag nachzählen und dann gucken, ob Sind ich fünf träume oder sechs. oder wach bin, genau. Aber wahrscheinlich ist ja auch das ja hier der große Traum, ja, die große Maya-Illusion. Konnten deine Eltern dir irgendwie an der Stelle weiterhelfen oder waren die einfach aufgeschmissen zu dem Zeitpunkt? Voll, Ja. voll. Ja. Ich Und hatte zu konnten. der Zeit Kontakt zu einer anderen Familie, also die Satya Sai Baba-Anhänger waren. Und die hatten ein paar Antworten. Ja. Ich meine, meine Eltern waren immer unterstützend, die haben mir alle Freiheiten der Welt gegeben. Ja, und haben mich halt einfach auch wirklich rausgelassen, so dass ich einfach mit Menschen Kontakt haben konnte, die mir einfach weitergeholfen haben auf diesem Weg. Und dann kam irgendwann das Reisen in dein Leben, ja? Ja, ganz schnell, mit Mit 16 schon. Ja. 16, wo ging's los? Nach Irland, Nach um irische Irland. Musik. Also Irische. ich hab eine Studienarbeit über irische Musik geschrieben damals. Und ja. Und dann bist du so durch die Welten, erstmal Europa wahrscheinlich gereist, aber dann auch im größeren Zirkel. Ja, USA, dann Bali, Indien. Und hast dort was gesucht? Zu Hause. Also Zu ich habe Hause. in den USA ganz klar zu Hause gesucht, in Indien auch. Überall Musik gemacht. Ja, habe dann Gott sei Dank in Indien meine Lehrerin kennengelernt, meine erste Lehrerin, Ananda George. Ja. Und hast du zu Hause irgendwo gefunden? Kam es schon zu einem Ankommen oder sind wir bei dem Titel Der lange Weg nach Hause? Ja. Ja, es ist eine spannende Frage, weil ich hab ein Zuhause ein Stück weit in den USA gefunden, aber so rein praktisch ist es halt einfach echt schwierig, so mit Green Card und hatte ein paar Heiratsanträge, aber auch nicht so von den Männern, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist es mir wert. Ja. Und Indien habe ich auch viel Zeit verbracht, habe irgendwann gemerkt, boah, krass, nee, also das ist für mich einfach zu viel hier. Und die größere Frage ist ja auch einfach, also ich habe so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, nach Hause zu gehen, also sprich den Körper zu verlassen und einfach wieder zurückzukehren und da auch zu bleiben. Also da war einfach auch von Anfang an so ein bisschen, also solange ich mich zurückerinnern kann, so ein, ja, ist ja irgendwie alles ganz gut und nett hier, aber kann ich das wieder gehen? Ja, also es ist nicht so ganz mein Planet, Und ich meine, da hilft mir das Tantra, weil da geht es halt wirklich um Verkörperung. Geht es um Immanenz, also nicht nur Transzendenz, sondern Immanenz auch. Also das wirkliche Landen hier auch. Und das fällt mir schwer, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es mir einfach auch schwerfällt, hier zu Hause zu finden. Ja. Naja, wir bewegen uns ja jetzt im spirituellen Bereich natürlich auch und dann stellt sich ja relativ schnell die Frage, ist dieses Zuhause überhaupt irgendwo im Außen findbar? Hat das irgendwas mit Australien, Amerika oder Bali zu tun? Oder reden wir hier eigentlich von einem anderen Zuhause? Ja, gibt natürlich viele Ebenen, klar. Ja, also klar, also da gibt es natürlich auch die Frage, bin ich in mir zu Hause? Und da kann ich mittlerweile Gott sei Dank ganz klar ja sagen. Ich bin auch ein Stück weit hier in Deutschland zu Hause. Wir haben ja einfach eine super, super Gemeinschaft, ganz, ganz treue Fans und habe hier einen wunderschönen Freundeskreis, klar. Und jetzt auch eine richtig schöne musikalische Verbindung. Mit Shanti, die zwar in Griechenland lebt, aber auch mit Henning, der Gott sei Dank nur um die Ecke wohnt. Ja, und das macht irgendwie alles wieder leichter und einfacher. Ja. Aber die Ja. Sehnsucht ist trotzdem da, die geht nie so richtig. Ja. Sehnsucht wonach? Nach Hause. Also so auch noch auch den USA noch mal eine Chance zu geben, vielleicht einen anderen Teil von den USA. Ich fühle mich einfach im Englischen wesentlich wohler als im Deutschen. Ja, und dann auch so, ja, also ich, so ein Glaubst paar Missionen habe ich hier noch und dann kann ich aber auch gehen. Ja, so. Okay, dann lässt du hast gerade Jess schon erwähnt. Ja, das heißt, deine andere Gefährtin und Kollegin, so also nach The Love Keys, war das dann direkt schon, wie hieß ihr oder heißt ihr? Akasha.
Akasha, genau. Ah, da hat mich Lena jetzt vor kurzem berichtet, weil ich immer Akasha sage. Und dann hat sie gesagt, Akasha, Akasha. Bei langer Arsch. Weil da irgendwas mit Punkt oben oder drunter, ne? Ja, Strich zwei Striche über, also ein Strich über den beiden ersten A's. Okay, also für alle nicht die Akasha-Chronik, sondern die Akasha-Chronik. Ja, ja. Ja, also es hat schon auch was mit diesem Akasha zu tun. Also ja, es heißt einfach Raum, also Äther, Raum. Okay. Und ihr seid ebenfalls weiterhin aufgetreten als Duo sozusagen? Ja. Aber das ist sozusagen auch, nähert sich auch gerade einem Ende oder bedienst du einfach verschiedene Zeitstränge parallel? Ich glaube, ich spiele verschiedene Zeitstränge parallel. Also wir haben ja im Sommer letzten Jahres haben wir angefangen. Wir sind zusammen aus Indien zurückgekommen. Wir waren beide im Lockdown, im Ashram, im Paramahansa Ashram in Rishikesh und haben dann einfach gemerkt, hey krass, es geht zu zweit ganz klar weiter. Und dann gab es ja dieses Schlüsselerlebnis jetzt Ende November, wo der Henning irgendwie in den Raum getreten ist und mit uns gesungen hat und ich auf einmal so ganz klar gefühlt habe, wow, krass. Also wir beide gefühlt haben, hier fängt was Neues an. Mhm. Und Jazz, die ja jetzt mittlerweile Shanti heißt, dann auch ganz klar gesagt hat, du Alea, ich ziehe mich jetzt hier zurück. Also das ist hier ganz, ganz klar was Neues, was hier entstehen möchte. Und ich bin zwar noch ein Stück weit dabei, also es gibt eine Übergangsphase und wir haben nächstes Jahr auch gewisse Events geplant, die wir auf jeden Fall gemeinsam machen wollen. Und sie sagt aber auch so, dass das Tourleben, das ist nicht so richtig was für mich. Also ich möchte einfach auch ein Stück weit in Griechenland bleiben und du und Henning, ey, das passt super, macht ihr weiter. Ja. Und er ist Feuer und Flamme, was das Touren angeht. Also von daher, da muss man auch echt gemacht für sein. Ja, also. Ja, er will auf jeden Fall auch die Welt sehen. Aber gucken wir mal, wohin die Welt uns da draußen noch bringt. Ja, ja. Ist dort auch eine Suche nach Ankommen da? Also nicht nur vom Platz im Außen, sondern auch mit einem Gefährten oder mit einem Partner diese Sache, diese Musik, was ja mehr als Musik ist. Ist da auch ein Ankommen gemeint? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen, weil eine Gefährtenschaft bringt ja auch nochmal eine größere Energie mit ins Spiel dann. Absolut, ja. Und da seid ihr sozusagen jetzt Henning oder manche kennen ihn unter Ganesha, ja, ist ja mein bester Freund. Ja. Ist ja so, naja, so haben wir uns ja jetzt auch im Endeffekt auch kennengelernt. Ja, ich habe ja, also wir kannten dich jetzt, ne, Spoiler-Alarm, schon 2 Jahre, aber wie du liefst hier immer in Ritualen im Hintergrund und ich wusste immer Alea, Alea. Und dann hieß es auf einmal, Ganesha Henning geht, kommt zu euch zum Workshop und dann ging es ja alles rasend schnell. Wahnsinn. Wahnsinn, echt. Wahnsinn, was das, ja, wenn das Leben, wenn die Liebe dich ruft, dann folge ihr, ja, und also ich finde es ganz, ganz schön und bin auch sehr gespannt, ja, ihr habt ja jetzt auch am Wochenende, ja, am 18., ne? Genau. Euren ersten Online-Kirtan, ja, habe ich es richtig gesagt? Ja, unser Mantra-Konzert, unseren Kirtan hier in diesem Raum. Okay. Hier nämlich noch ein Klavier, was man jetzt sieht, aber unser Debüt wird stattfinden diesen Samstag, 19 Uhr und wir sind so aufgeregt, also ich war lange nicht mehr aufgeregt. Aber das ist jetzt eine große Nummer. Ja. Drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen und wir auch dabei sein. Also wir können es auch nochmal hier drunter verlinken. Also ihr werdet eh alle Sachen, YouTube-Channels hier drunter verlinkt finden. Ich würde gerne, jetzt springen wir mal wieder von der Musik Richtung der spirituellen Reise, sind ja untrennbar miteinander verbunden. Du sagst, du kommst jetzt auch viel aus der indischen Philosophie und Tradition. Was verbindest du mit dem Begriff Gott? Ja, also wenn ihr habt ja Krishna und wie sie alle heißen. Und was ist für dich das Göttliche und spricht das Christentum von demselben oder würdest du da schon klare Abgrenzungen vornehmen? Also ich fühle mich im klassischen Tantra am wohlsten, also wirklich richtig zu Hause und es ist non-dual. Also sprich Gott ist alles. Und nichts kann göttlicher sein, als es ist. Also die Gitarre hier hinter mir ist genauso göttlich wie, weiß ich nicht, wie die Streichhölzer, die hier liegen oder das, was ich Alea nenne oder ja, alles ist Gott. Und, und im klassischen Tantra nennen wir es Bewusstsein. Ja. Und das kann verschiedene Zustände haben, das Bewusstsein. So wie verschiedene Aggregatzustände da sind. Und ja, und letztendlich ist
Also mein Lehrer ist Christopher Hattie Schwales und er sagt auch immer ganz klar, also die Essenz ist die gleiche, egal ob du jetzt dir das Christentum anschaust oder den Islam oder klassisches Tantra. Also ich meine, klar, da wird immer unterschieden zwischen Spiritualität und Religion, aber die Essenz ist die gleiche. Ja, es sind einfach nur unterschiedliche Wege oder Herangehensweisen oder auch, also Darshanas nennen wir das, also Lebenseinstellungen oder Blickwinkel. Ja. Gibt es bei dir auch einen Kontakt zu christlichen oder anderen mystischen Bereichen oder bist du schon ganz klar so auf den indischen Weg fokussiert? Also ich bin offen. Ich bin offen. Also ich war ja früher im Kirchenchor und hatte da auch Zugang zu. Habe mich schon immer total verbunden mit Engeln gefühlt. Also hab auch Ausbildung gemacht, wo wir mit Engeln gearbeitet haben. Und bin dann halt schnell so mit, also 16 ungefähr fing das an mit Indien und dann auch echt ein starker Magnetismus. Habe ich einen starken Magnetismus gefühlt, was den Hinduismus angeht. Habe jetzt aber auch gemerkt, so, oh, da gibt es auch so ein paar Sachen, nee, das ist dann doch nicht so meins. Und das klassische Tantra ist für mich einfach so frei. Da fühle ich mich absolut wohl. Es ist einfach ganz, hat kaum Dogmatismus. Also ich war lange auch im Vaishnavatum verwurzelt, also 5 Jahre war ich Vaishnavi, und habe dann da aber auch irgendwann gemerkt, das wurde wie so ein Korsett, das wurde mir einfach zu eng. Und das heißt nicht, dass ich, also ich habe hier immer noch Radha und Krishna hängen und trage immer noch die Kantimala. Also da ist immer noch eine starke Verbindung zu den Energien. Es ist auch immer die Frage, was die Menschen letztendlich draus machen. Und da merke ich einfach oft, dass es mir zu eng wird, wenn es um die Konzepte geht. Das wäre jetzt die Frage, braucht es diese Korsette überhaupt noch und diese Konzepte? Oder also ich glaube, manchmal wir kommen in eine Zeit rein, wo wir einfach den direkten Kontakt suchen können, wer auch immer ihn jetzt wie benannt hat. Aber was glaubst du, brauchen wir diese Konzepte oder diese Korsette noch? Falls ja, wofür? Oder ist das eh schon von gestern? Ich glaube, anfänglich schon. Also es sind ja letztendlich Wegweiser, ja, und je nachdem, welchen Weg man geht, braucht es auch erstmal so, braucht es einfach so ein paar Impulse, um sich auszurichten. Und im klassischen Tantra ist es halt ganz klar, wir haben diese Vikalpas, also diese mentalen Konstrukte, um uns auszurichten. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass wir sie dann weglegen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Also auch wenn es nur ein Zwischenziel ist. Ja, und ich weiß auch noch im Vaishnavatum, klar, da gibt es, je nachdem, welchen Traditionsweg du gehst, es gibt ganz starke Regeln. Und für jemanden, der Orientierung braucht, ist das Gold wert. Ja, wenn der einfach weiß, ich setze mich jeden Morgen hin, ich nehme meine Mala und ich chante meine 64 Runden, dann gibt mir das Struktur. Und irgendwann kann er dann auch ohne, oder kann er vielleicht nur eine Runde chanten und ist dann in dem gleichen Bewusstseinszustand. Aber da braucht jeder braucht da so seinen eigenen Weg. Und ja klar, irgendwann fällt das alles weg und da dann aber auch ganz, ganz klar zu schauen. Und ich finde, da ist so die Gefahr in der neuen Zeit, dass wir irgendwie so denken, hey cool, wir brauchen nichts mehr, wir brauchen keinen Guru mehr, wir brauchen keine Schrift mehr, alles Schnee von gestern. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an, weil ich finde es immer gut, dass da jemand ist, der, who keeps you in check. Also mein Lehrer, der sieht das sofort, wenn mein Ego irgendwie Da geht direkt das Licht aus. wenn mein Ego ja, sich halt irgendwie ein Stück weit verrennt und er sagt, ey, ja, Lea, guck mal ganz genau. Und da bin ich ihm mega dankbar für, weil wir haben alle unsere blinden Flecken. Ja. Ja, ist cool, dass du es sagst, weil ich glaube, dass wirklich beides wichtig ist. Ne? Auf der einen Seite können wir uns mit Gurus natürlich auch echt verrennen, ne? Und auch großes Machtmissbrauchspotenzial dahinter. Und auf der anderen Seite ist es schon auch cool, ja, so einen Coach oder jemanden an seiner Seite zu haben, der einfach auch immer wieder kurz einen Check-up macht. Ey, hast du es noch im Schirm? Ja. Absolut. Und der den Weg auch ein Stück weit schon vorausschauend sieht. Und das Wichtige ist, dass jemand den Guru auch in Check hält. Also es gibt ja, im klassischen Tantra haben wir haben so verschiedene Prüfsteine. Wir haben jemanden, der auf den Lehrer schaut, wir haben die Schriften, wir haben unsere eigene Intuition. Und wenn alles drei passt, ja, dann geh weiter. Und wenn irgendwas nicht passt, ja, dann schau nochmal ganz genau. Bist ja jetzt auch selber, ja, nicht als Guru, aber sagen wir vielleicht als Lehrerin unterwegs, ja. Also du unterrichtest auch in anderen Ländern in Deutschland, sage ich mal, die indische Philosophie, was dahinter kommt. Also da bist du schon auch unterwegs sozusagen. Ja, also hauptsächlich unterrichte ich Mantras. Also ich bin
vor allem dieses Jahr viel im Einzelunterricht unterwegs. Also lehre man, also die Aussprache und die Melodieführung und die Begleitung von Mantras. Und unterrichte jetzt aber auch, also mit Jess oder mit Shanti zusammen gehen wir die Bhakti Yoga Immersions und komme jetzt langsam auch so ins Unterrichten vom klassischen Tantra. Das braucht noch ein bisschen, aber geht jetzt auch schon in die Richtung. Sag gerne noch mal einen Satz mehr zu Tantra, ja? Also wer sich jetzt noch nicht sehr intensiv damit beschäftigt hat, der denkt Tantra als erstes, das kosmische Liebesspiel, ja? Was bedeutet für dich Tantra oder was steht für dich dahinter? Ja, also ich unterscheide erstmal ganz klar zwischen Neo-Tantra und klassischem Tantra und viele, wenn sie Tantra hören, denken als allererstes an das Neo-Tantra. Ja, also wo es ja um die Maximierung von Genuss geht und einfach verschiedene Sexualpraktiken und so weiter. Und das klassische Tantra hat damit gar nichts zu tun. Also klassisches Tantra ist auch wesentlich älter, also ist über 1000 Jahre alt und ist eher ein Philosophiesystem. Also es ist wirklich ein Weg der Befreiung. Also das große Ziel ist das Erwachen. Und es gibt verschiedene Praktiken, um dieses Erwachen einzuladen. Und es ist auch sehr, sehr, sehr komplex, das ganze System. Gibt wunderschöne Schriften und krasse Praktiken. Also ja. Viel Göttinnenverehrung und also deswegen hier auch die Göttinnengalerie und der Fokus liegt auf Mantras. Also der klassische Tantra heißt auch Mantra Marga, also der Pfad der Mantras. Deswegen spricht es mich auch so an. Schlag wieder eine Brücke, ja. Ja. Die Brücke würde ich gerne nochmal zu dem Punkt jetzt auch zurückschlagen, wo du gesagt hast, naja, ist schon eigentlich ganz cool, würde trotzdem gerne nach Hause und hab zwar hier noch was vor, aber eigentlich gibt es diesen Wunsch nach Hause. Was lässt dich gerade hier so traurig werden vielleicht? Also warum gibt es jetzt, was ist die Schwierigkeit im Hier-Ankommen gerade? Ich finde es irgendwie ziemlich herausfordernd, einen Körper zu haben, ganz ehrlich. Also ich finde diese Limitierung krass. Also auch so diese Limitierung in der Illusion zu sein, irgendwie ich heiße Alea, ich bin ein Individuum. Ja, ich bin in der Welt und die Welt kann auch mal gefährlich sein. Also es ist natürlich, da ist noch viel Trauma dabei, ganz klar. Ja, und ich kenne Bewusstseinszustände, wo ich mich körperlos fühle und das ist einfach so eine krasse Ekstase, dass ich mir denke, oh, muss ich jetzt wieder zurück? Ja, und das große Ziel ist aber letztendlich Jivan Mukti, also wirklich verkörpertes Erwachen und das ist die große Herausforderung und da hilft es mir einfach auch. Also was diese Traurigkeit oder was so die Antidote zu der Traurigkeit ist, ist für mich einfach immer wieder die Musik und die Mantras und die Praktiken und das Zusammensein mit Menschen, die ähnlich ausgerichtet sind. Ja, ich glaube persönlich, dass es ein großes Geschenk auch ist, ja, dass wir die Möglichkeit haben, so einen Körper zu bekommen. Ja, ich glaube, viele Seelen stehen Schlange im Himmel, um Ja. an so ein Gefährt ranzukommen. Denken so, Mensch, Alea, dann gib doch deinen Körper halt ab, dann nehme ich ihn halt. Dann geh halt, lass mich den Körper nehmen. Ja, geh mit Gott, aber geh. Aber Gott hat scheinbar was mit dir hier vor und er sagt, nee, Alea, es ist noch nicht Zeit, den Körper zu verlassen. Was glaubst du, hat Gott oder was glaubst du, ist deine Mission noch? Was gibt es für dich hier noch zu tun? Also warum kannst du noch nicht gehen? Jetzt mal ganz trivial, also da sind noch so mindestens zwei Alben in mir. Ich höre die schon in allen Details. Die wollen einfach nur noch raus. Jetzt einfach auch mit Henning, das ist so wunderschön, diese Abenteuerreise in die Musik, in das Gefährtensein, in so ein schönes Miteinander. Und ich möchte in meinem Leben irgendwann auch nochmal nach Brighton Bush Hot Springs in die USA. Also es gibt einfach auch noch so ein paar persönliche Wünsche und auch nochmal zur Klarstellung. Also ich bin nicht undankbar, also das kann vielleicht falsch rüberkommen, ich bin nicht undankbar. Also ich bin echt happy. Ich bin happy, dass ich den Körper bekommen habe, dass ich die Stimme bekommen habe,
dass ich mit meinem Lehrer bin, dass ich das Leben so leben darf. Es ist einfach beides. Es ist ganz klar beides. Ja, also so die Dankbarkeit und die Sehnsucht. Ja. Glaubst du, dass es was gibt in physischer oder metaphysischer Form, was du hier noch finden könntest, ja, egal ob das jetzt was mit Materie oder mit Geist zu tun hat, was das vollständiger machen würde, dass du sagen würdest, boah, jetzt ist es wieder gerade so geil hier, ey, gib mir noch 3 Inkarnationen mehr. Erwachen, klar, Erwachen. Weil dann bin ich ja aus dieser Illusion des wie heißt es auf Deutsch? Also dann nehme ich mich ja nicht mehr als separates Individuum wahr. Und dann ist ja alles gut. Also wenn ich alles bin, dann gibt es ja nichts, was irgendwie bedrohlich sein könnte. Und diese Erfahrung, deswegen machst du ja auch die Musik, ja, passiert ja auch in der Musik sehr häufig, ja, im Chanten oder auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Was lässt sich das manchmal vergessen wieder? Also wo findet der Wechsel statt von dem kurzen Erwachen und dann wieder Schlaf, Erwachen, Schlaf? Also kann ich in zweierlei Form beantworten. Also zum einen ist es einfach ganz die ganz natürliche Bewegung. Also wir sprechen von Spanda im klassischen Tantra. Also es gibt die Expansion und die Kontraktion. Und das Universum ist halt ständig in dieser Bewegung. Und es erinnert sich und es vergisst sich. Es erinnert sich, es vergisst sich. Und deswegen ist dann okay, einmal kurz so, wow, krass, ich bin alles. Und dann, ich bin alle ja. Hin und her, die ganze Zeit. Und natürlich auch Gewohnheit. Ich meine, wir sind so konditioniert, uns als Individuum wahrzunehmen. Das braucht erstmal eine Weile. Oder es braucht halt einfach echt einen großen Knall, der dann auch, also im Sinne von einem großen Erwachungsmoment, der dann wirklich so einen Paradigmenwechsel hervorruft. Ja. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dem schöpferischen Prinzip, dem Schöpfer der Schöpferin gegenüberzustehen und ihr oder ihm oder es eine Frage zu stellen, was wäre gerade deine dringlichste Frage? Das ist krass, über die Frage habe ich gestern nachgedacht. Und was als allererstes kam, wann kann ich denn endlich nach Hause gehen? Das wäre so das Erste, was aus meinem Bauch herauskommt. Und wenn ich nochmal genauer drüber nachdenke. Nee, die ist gut. Ja, okay. Choose truth, oder? Choose truth. Wann kann ich nach Hause gehen? Was würde die Quelle dir antworten? I don't know. Okay, gucken wir mal. Kannst mich auf dem Laufenden halten. Also im Moment, ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment ist die Sehnsucht nicht groß, weil ich einfach auch merke, so mit ich werde mal ganz kurz ein bisschen persönlicher. Also Henning und ich, wir haben uns echt gefunden. Also das war wirklich, wo wir das erste Mal zusammen gesungen haben, das war so wie, boah, krass, auf dich habe ich gewartet. Und da ist so ein ganz starkes Gefühl von, wir haben uns verabredet und deswegen, das fängt jetzt gerade erst an, wir gehen den Weg erst gemeinsam und da merke ich so, okay, ich möchte jetzt einfach auch noch dafür bleiben. Schön. Ja, wir nähern uns der Zielgeraden und du hast ja, wir haben ja am Anfang noch überlegt, mit welchem Mantra wir das sozusagen beenden können. Hast du dich entschieden oder darf ich? Ich hab gerade so eine starke Verbindung zur Göttin. Ich würde, glaube ich, echt gerne bei dem Sri Agarashta Stotram bleiben. Das, okay. Und es ist noch so frisch, so neu und so lebendig für mich. Okay, magst du für alle, die natürlich jetzt nicht wissen, was kommt, einfach ein paar einleitende Worte. Was ist das für ein Mantra? Und ja, und dann, wenn du magst, kannst du auch direkt starten dann. Ja, also es ist ein Mantra, was ich an die große Göttin richtet, hauptsächlich in Form von Durga und Kali, also den eher feurigen Aspekten, kämpferischen Aspekten der Göttin. Und dieses Stotram, also dieses längere Gedicht, was wir ein bisschen gekürzt haben, das wird traditionell immer vor den neuen Nächten gesungen, wo die Göttin besonders verehrt wird, also im Herbst, Navaratri heißt diese Zeit. Und es wird von so vielen Indern rezitiert, also es hat eine ganz, ganz große Kraft in sich und da gibt es einfach so ein paar Namen in diesem Mantra, wo einfach bei mir alle Lichter angehen.
Ja. Dann freue ich mich, wenn du das jetzt mit uns teilen magst und danach machen wir noch ein paar kurze Abschlussworte. Dankeschön. Patra Akali.
Vielen, vielen Dank, lieber Lea. Ich mag jetzt auch gar nicht mehr so viel danach sagen, nur dass ich einen Geschmack und eine Idee davon bekomme, warum Gott dich auf jeden Fall noch eine Weile hier braucht und hier lassen möchte. Vielen, vielen Dank, dass du deinen Ruf, ja, und deine Gabe auch so annimmst mit all den Schwierigkeiten, die das vielleicht auch manchmal mit sich bringt. Und ich wünsche dir, euch, wer auch immer noch alles dazukommen oder gehen mag, wirklich von ganzem Herzen ganz, ganz guten Weg, ja, der auch Menschen helfen kann, dem ein Stück näher zu kommen. Ja, und danke, dass du dir die Zeit auch in deinem vollen Alltag genommen hast für den Podcast. Und alles, alles Gute, eine gute Reise für euch. Danke, danke dir auch. Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, für die Zeit, für die tollen Fragen. Also es macht wirklich einen großen Unterschied, welche Fragen gestellt wurden. Und ich glaube, so einen, ja, also auch persönlichen und auch tiefgehenden Podcast gab es bis jetzt noch nicht. Also deine Fragen haben so den Kern getroffen. Danke dafür. Dankeschön, und ich freue mich schon auf unsere nächste Live-Begegnung. Ja, ja, alles, alles Gute und eine schöne Zeit. Danke, dir auch. Ciao. Light.
and may we be guided by grace and lavish loving kindness on all we meet. May each breath be a prayer, each tear a nourishing raindrop in the parched lands of human sadness. Each sweet remembrance of loving moments, another dip in the wellspring of infinite, undying love. And may we sing that love at the top of our lungs from the highest mountain and paint it across the